Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sekunde 2. Ich habe gerade ein bisschen Pause gemacht, ich weiß gerade nicht, also zwei, drei Stündchen zwischen der letzten Folge. Die kommt natürlich auch noch heute, die jetzige Folge. Ich habe das Auto gerade mal ein bisschen getuned. Einfach mal geguckt, was so möglich ist. Ich check das aber nochmal im Detail. Also ihr seht ja, es ist ein bisschen was verändert. Das ist mein allererstes Auto gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letzte Folge machen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Müssen mal kurz wieder nicht abgeschlossen. Okay. Zurück zu den Wurzeln wollten wir machen, genau. Ein Rennen wie dieses ist eine Rückschau, eine Chance, zu den Ursprüngen zurückzukehren. Über die Zukunft dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen. Die richtige Balance zu finden ist wichtig. Und dazu ist manchmal Oldschool angesagt. Ja, der Auspuff an der Seite. Okay, schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Das war jetzt nicht nett. Ich liebe, liebe, liebe es, an Oldtimern wie diesem rumzuschrauben. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Nur ich und die Maschine. Das war auch nicht nett. Der kleine Wagen ist ganz schön giftig. Müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Das merke ich gerade. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten, musst du alles geben, was du hast. Das Rennen müssen wir wahrscheinlich nochmal machen. Hey, mach mal deiner Spur. Hört sich aber so ein bisschen an wie Rasenmäher. Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Nur Können und Stahl. Kein Schnickschnack. Ach, die Kurve gelingt mir nicht so, wie ich es gern hätte.
aber er ist noch in Reichweite. So 2 Sekunden Vorsprung. Ah, jetzt könnte langsam ein bisschen. So, was es mich betrifft, sind das die wahren Rennen. Und alles andere ist nur Beiwerk. Es ist auf einfache Weise elegant. Keine Tricks, keine Gimmicks. Hier zeigt sich der wahre. Dieses Gelaber zwischendurch, ey. Das hätten sie sich echt schenken können. So Sachen, die braucht man nicht. Ah, ich komme dann noch an Clarence ran. Nitro. Oh, jetzt kommt die. Vorne haben wir schon die Ziellinie gesehen. Der ist direkt hinter mir. Aber das haben wir geschafft. Er muss sich erstmal ein bisschen an das Auto gewöhnen. Der war ein bisschen giftig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Also ich will heute noch auf Star kommen, muss ich sagen. Also so lange will ich eigentlich noch aufnehmen. Neues Fahrzeug verdient. Was denn, das hier? Hey! Schön, Mercedes-Benz 300 SLR. Hört sich aber auch lecker an, ey. Geschichte ist ein permanenter Wandlungsprozess. Aber wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Es gibt so viel, worauf wir stolz sein können. So viele große Rennen. Jetzt hat mein Controller runtergefallen. Dieses Erbe macht uns zu dem, was wir heute sind. Kämpfen, dass mein Controller wieder kriege. Und zeigt uns, was wir morgen sein werden. Egal, was sich ändert. So. Jetzt haben wir das Hammer. Rally Raid. Auf einer Strecke wie dieser gibt's viele Hindernisse. Als ich hier gefahren bin, hatte ich immer ein Auge auf die Distanz, oh, um voraus zu planen. Das ist ein Gratis-Tipp. Beherzige ihn, wenn du so gut sein willst wie ich. Ich habe ein Auge auf dich, um zu sehen, ob du schaffst. Erstmal dieses Bauteil, was ist. Komm näher. Da ist es. Ich schneide die. Schneide die dann einfach nur mal zusammen. Nice. So, haben wir denn jetzt noch was, ein bisschen was bekommen hier für ihn? Ich hab gesehen, da war auch vorhin ein Motorrad. Motorrad.
Motorradrennen jetzt neu dabei. Fotomodus. Hallo Bär. Bärenauslese wurde aufgenommen. Was bringt das jetzt? Ein bisschen Geld und... Ah, gar nicht so wenig. Das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Könnte man sich doch mal überlegen, das zu machen, aber... Komm, ich hab da jetzt gerade keinen Bock gerade hinzufahren. Ich auf einer Strecke wie dieser gibt's viele Hindernisse. Dann probieren wir's mal. Als ich hier gefahren bin, hatte ich immer ein Auge auf die Distanz, um vorauszuplanen. Das ist ein gratis Tipp. So, wir müssen ein 43er, 42er, okay. Das ist schon das beste Auto, was wir haben. Obwohl, 50. Ich hab ein Auge auf dich, um zu sehen, ob du schaffst. Das Auto ist so ganz knapp an der Grenze. Hallo Bär! Aber ich glaube, das ist wieder gegen einen Geist. Pass auf, dass du den Weg zurückfindest. Ganz schön viel Wald hier. Ah, wir sind aber schon bei 15%. Oh, 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 oh. Oh, 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 mehr Glück als Verstand. Da habe ich mehr Glück als Verstand gerade gehabt. Da mal geschafft. Oh. 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 Yeah. Ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben 20 Sekunden Vorsprung. Alter Schwede. Alter, war das knapp. Siehst du, was passiert, wenn du auf mich hörst? Du sahnst ab, also weiter so. Das war schweineknapp. Ja, gerade am Ende. So. Puh.
Performance-Teil, Performance-Teil-Reifen. So, noch 10 Events. Wollen wir mal wieder Flug machen? Heute fliegen wir in der Flugverbotszone von DC. Das nenne ich. Ist irgendwas, was man noch einbauen könnte? Obwohl ich gerne mal die Maschine ausprobieren möchte. Frei sein und zwar mit Stil. Die möchte ich mal ausprobieren. Nicht? Mauer. Achso, kann ich nicht, weil sie zu schwach war. Vermute ich. Die Lackierung gefällt mir sehr gut. Zeig den Fans noch mehr davon. Wow! Ein Looping. Okay, gerade und Looping. Okay. Dann Außenlooping. Das wird nichts. Okay, jetzt. So, jetzt nochmal. Außenlooping. Und Sturzflug. Tiefflug, aber wir haben schon die Aufgabe erfüllt. Was ist denn ein beinahe Unfall? Das ist ein beinahe Unfall. Das ist ein großer Unfall. Habe ich nicht mehr, aber. Also, wir haben die Checkliste noch gemacht. Alles klar. Nice! Yay!